haben eine gute Chance für den Sonnenaufgang. Ich würde sagen, probieren wir es. Das Frühstück ist auch nicht weit. Einsteigen? Ich hätte nicht mehr erkannt, ne? Nein, ist klar. Servus. Nein, servus. Was macht, wenn alle schläfen, nur ich allein den Wald? Ulm hinauf und jagst den ganzen Tag durch. Da braucht man gar nicht viele Worte dazu sprechen. Es ist einfach, die Stimmung ist ein Wahnsinn. Ja. Wir sind schon viele Male hier herum gewesen, aber so schön wie heute. Ja, es ist jetzt mal anders, jetzt mal schön, aber heute ist besonders schön. Da hinten sehen wir den Chiemsee und die ganze Bergkette. Das, was da glitzert, das ist der Chiemsee. Ja, das ist der Chiemsee, ja. Ja, Wahnsinn. Zuerst hat man noch die Sterne gesehen vor ein paar Minuten. Mond kann man mal noch erkennen hinter uns. Und wie gesagt, bald kommt die Sonne. Wir sagen zur Sonne, jetzt kommt die Mahlsei. Das ist der Spitzname für die Sonne, für die Morgensonne. Wie heißt die? Mahlsei. Mahlsei. Wird uns um 5.21 Uhr heute die ersten warmen Strahlen über den Loferer Steinbergen rübersenden. Das ist im Osten diese Gebirgsgruppe, die in der Mitte eine Pyramide darstellt. Und dort auf der linken Seite davon wird sie aufgehen. Herzlich will ich begrüßen unseren Herrn Stadtpfarrer, Herr Strosinski, der uns heute Morgen eine Andacht vorbereitet hat zu dem Sonnenaufgang. Die Weißenbläser, der Annal, der Sepp und der Pepperl, haben schon uns ein bisschen eingeheizt mit einer herrlichen Morgenmusik. Nach dem Sonnenaufgang haben Sie dann die Möglichkeit, unten im Gipfelhaus das lang ersehnte Frühstück reinzunehmen. Ungemein, dass heute besonders viele Jugendliche dabei sind. Also das ist natürlich ein Anstreben. eben junge Menschen für den Berg wieder zu begeistern, sie wegzulocken von dem Internet und von den Computern und sie wieder dem Berg und der Natur ein bisschen zuzuführen. Sieht gut aus. Steine reden könnten, dann wüssten wir um das Geheimnis der Erde, dann würden sie erzählen von Freude, Leid und Not des Menschen.
Das kommt jetzt gut. Er hat es weitergegeben. Ja, ja. Wow. Jetzt kommt es. Das ist irgendwo in der Beichte gehört. Eine Zinne noch, ne? Ja. Oder was ist da hinten? Ja. Da ist eh diese Fabrik, da ist diese Fabrik an der Landesgrenze. Oh, jetzt habe ich nachts im Hintern. Das ist jetzt mit im Bild. Ja. Bisschen lauter Musik. Lauter.